Hallo, Katy Perrys Roar und Beethovens 5. Sinfonie hatten wir zusammen in einem Workshop. Und da gibt es was, was sich sehr gut eignet, euch zu zeigen, wie man das auf dem Klavier spielen kann. Und zwar sowohl aus dem Katy Perry Song als auch den Anfang der 5. Sinfonie von Beethoven, den ihr dann imstande sein werdet zu spielen. Fangen wir mit Katy Perry an. Die Stelle, um die es geht, ist die, bei der dieses Dreitonmotiv so eine große Rolle spielt, wie ich im Workshop ja gezeigt habe. Nehmen wir zuerst die rechte Hand. Und zwar 3 schwarze Tasten, die weiße links neben den 3 schwarzen Tasten und ihr tut bitte euren 4. Finger auf diese Taste. Jetzt habt ihr daneben den 5. schon da liegen, wo er hingehört und den Zeigefinger auch da liegen. Das ist einfach, weil die Hände so von alleine gewachsen sind, wie sie sind. Und weil die Klavierbauer sich was dabei gedacht haben, wie breit die Tasten sind. Immer eine so, dass ein Finger ungefähr gerade an eine Taste passt. Deswegen klappt das so schön. Wenn ihr mit diesen 3 Fingern jetzt losspielt, der 4., der 5., der 4. und der 2. in dieser Reihenfolge, dann spielt ihr schon einen Ausschnitt aus dem Song von Katy Perry. Der Rhythmus, mit dem sie es getan hat, geht so. Wenn ihr das bis hierher getan habt, ihr erkennt das, ne? Die Melodie ist ja sehr eingängig. Fangt ihr mit dem 5. Finger an in der Reihenfolge. 5., 4., 2., wobei der 4. und der 2., damit stimmt, 2-mal gespielt werden müssen. Und dann kommen wieder die beiden hier. Hintereinander klingt das so. Und das wiederholt sich nochmal, nur dass die allerletzten 3 Töne andere sein werden. Das heißt also, es kommt wieder. Und jetzt brauchen wir einen kleinen Trick. Jetzt ist zwar der Daumen noch hier, um diesen Ton zu spielen, aber als Abschluss brauchen wir den. Fehlt ein 6. Finger hier am Daumen noch dran. Da es den nicht gibt, nutzen wir einfach den, der ist gerade in der Nähe, und greifen mit dem darüber und spielen das da. Ohne aber die Orientierung dabei so ganz wegzulassen, wenn man den Daumen nämlich hier so ein bisschen in der Gegend lässt, ist man nachher fürs Weiterspielen ganz schnell wieder da, wo diese 3 Töne liegen. Ich spiele mal die gesamte Melodie und ihr beobachtet einfach ein bisschen, wie meine Hand ihre Position verändert, um dann diesen Ton zu erreichen. Werdet ihr merken, sieht eigentlich relativ easy aus. Kommt man eigentlich von dort nach da, da passiert gar nicht viel in der Hand, ne? Muss man nicht groß rumwandern. Die linke Hand braucht insgesamt 4 Töne. Der erste, mit dem es losgeht, ist dieser. 3 schwarze Tasten, der rechte davon. Legt man den mittleren Finger da drauf und gibt die Hand in eine Position, die ungefähr so liegt, dass mit dem Daumen hier vorne, der gerade lang genug ist, um von den 2 schwarzen Tasten den rechten hier so zu erreichen. Das passt ganz gut. So. Wenn das passiert ist, dann kommt wieder die Natur ins Spiel, weil das schon gut passt, dass der Zeigefinger dann relativ von allein auf dem Ton liegt, diesem weißen, der links neben den 2 schwarzen ist. Und der kleine Finger, der liegt hier unten, da brauchen wir ihn auf der weißen Taste, die zwischen den beiden linken von den 3 schwarzen ist. Dann haben wir diese 4 Töne. Und mit denen könnt ihr diese ganze Melodie, die ihr in der rechten Hand spielen werdet, so begleiten, dass es genau so einen Sound ergibt, wie er nachher in dem Lied auch vorkommt. Das heißt, ihr fangt an mit dem mittleren Finger. Der nächste, der kommt, ist der Zeigefinger. Der nächste, der kommt, ist der kleine Finger. Und der nächste, der kommt, ist der Daumen. Und in dieser Reihenfolge geht es die ganze Zeit. Und das Gute daran ist, die Wechsel passieren sehr, sehr langsam. Man kann sich also schön auf die rechte Hand konzentrieren und muss sich nur merken, wann kommt links der nächste. Aber Zeit zum Nachdenken dabei ist. Ich spiele es euch mal komplett vor. Thank you.
Deutsch, spielt da einfach noch einen am Schluss hinterher. Schaut mal, welche ich benutzt habe. Das sind eigentlich wieder die ersten, nur dazu noch diesen hier, wo der Zeigefinger sowieso schon lag. Dann habt ihr so eine schöne Harmonie am Ende. Ich hatte euch ja gezeigt in dem Workshop, dass diese Töne was zu tun haben mit dem, was in der fünften Beethoven am Anfang kommt. Da gibt es so ein berühmtes Motiv. Wenn man da den zweiten weglässt, werdet ihr sehen, meine rechte Hand ist genau auf den Tönen, mit denen wir eben Katy Perrys Musik gespielt haben. Ich zeige euch jetzt als Abschluss noch, wie ihr den Anfang von der fünften Sinfonie von Beethoven spielen könnt. Und zwar nehmt ihr in der linken Hand den Daumen, packt ihn auf den weißen hier, die drei schwarzen, der da, und den dritten Finger packt ihr auf die rechte von den zwei schwarzen. Dann haben wir wieder das schöne System, dass der Zeigefinger schon bereit liegt auf diesem und der vierte auf dem. Das sind die Töne, die wir brauchen. Die gleichen Töne brauchen wir in der rechten Hand auch, nur weil die Hand halt nicht so rum, sondern so rumgebaut ist, muss das, was hier der Daumen macht, hier der kleine Finger machen. Dann haben wir wieder denselben Ton in der rechten Hand hier, auch mit dem Mittelfinger. Dann haben wir, was hier der Zeigefinger macht, hier mit dem vierten Finger, und was hier der vierte macht, hier mit dem Zeigefinger. Und was Beethoven gemacht hat, ist einen Ton dreimal und dann den nächsten Ton ganz lange aushalten, nur einmal. Das klingt dann so. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das machen und danach eure Katy Perry Melodie spielen. Das passt gut zusammen. Klingt dann so. Und so weiter. Gar nicht normal, habe ich lange genug erklärt. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Beethoven und Katy Perry. Tschüss.